Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal RadiumC. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier zu einer neuen Runde. Und zwar gibt es heute was ganz Besonderes. Wir reagieren heute auf ein privates Video von mir, meine lieben Freunde. Ihr habt richtig gehört, und zwar ist dieses Video 7 Jahre alt. Und es geht darum, dass ich damals auf die Nintendo Switch Präsentation reagiert. Es ist ein 55 Minuten Video, keine Sorge, das Video wird nicht so lang gehen, sondern wird komprimiert sein. Die lustigsten Momente werden hier am Start sein. Und ich habe ziemlich cringe darauf reagiert. Das ist nämlich auch der Grund, warum das Video privat ist. Wir starten rein. Und so, Leute. Nochmal. So, Leute. Willkommen. Ich war so cringe damals. Ihr schaltet mal auf Vollbild. Ihr seht schon, der Chat ist einfach nur am eskalieren. Und das war so ein krasses Erlebnis und damals, Leute. Wer hat damals die Switch-Presentation sich gegönnt? Jesus. Das war... Ihr müsst mal unten rechts gucken. Ich lasse es mal laufen. Nice. 13. Januar 2017, 5 Uhr morgens. Ich habe mir einen fucking Wecker gestellt. Das war vor der Schule, glaube ich. Um direkt darauf zu reagieren. Aber dafür musste ich aktualisieren. Es ist gestört. Kimishima, Alter. Kimishima, Alter. Ja, Leute, ihr seht es auch schon. Ich habe damals ziemlich cringe ausgesehen. Es ist einfach 7 Jahre her. Ich kann mich sogar an diesen Morgen erinnern. Das war so ein krasses Erlebnis für mich. Der Facecam. Ich habe immer in die Kamera geguckt. Ich glaube, ich habe mit einer ganz anderen Kamera aufgenommen. Oh, nice. Wie ich ständig in die Kamera geschaut habe. Das ist unfassbar. Ich habe einen ganz cringigen Rahmen benutzt. Ich glaube, den hatte ich... Mal das Konzept bei, also? Hatte ich mal bei Splatoon 2 oder Splatoon benutzt. Deswegen diese farbigen Rahmen unten rechts. Ich bin unten links und ich bin der andere Ready ist unten rechts. Finde ich irgendwie nice. Irgendwie reagiere ich. Alles, was wir schon wussten. Okay. Alles, was wir schon wussten. Okay, boah, okay. Sorry, du Model. Hier wurde gerade das Release-Datum bekannt gegeben. 3. März 2017. Kannst man, glaube ich, schon davor. European Countries, also auch wir? Nö. 3. März, Alter. Wir dachten alles 17. Ah, nee, das wusste man gar nicht. Preis. Ich reagiere so trocken. Damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Ich kann jetzt auch nicht so viel damit anfangen. Wie reagiere ich darauf? Okay. 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 Kann man mit leben, ne? Oder nicht? Ah, alles klar. Was? Die hat gesagt, please check your local retailer. Und ich so, alles klar, Digga, das waren andere YouTube-Zeiten. Geil, Mann. Ja, oh, das ist so geil. Ich bin generell in letzter Zeit irgendwie so auf dem... Das ist wichtig. Auf dem Nostalgie-Trip haben mir alte Videos von mir gegeben, so ein paar. Deswegen freue ich mich jetzt darauf zu reagieren. Boah, es ist einfach mal jetzt 5 Uhr am Morgen und ich bin einfach mal aufgestanden, Alter. Ja, Leute, das Video ist natürlich auch dafür da, um so ein bisschen vorzubereiten auf die Switch 2. Ich hoffe, die wird dieses Jahr noch angekündigt. Spätestens, Ende März 25 war das Jahr. Okay, HDMI-Kabel ans Fernseher. Nice. Bin gespannt, wie ich dann darauf reagieren werde. Darauf wird natürlich auch eine Reaction kommen, meine lieben Freunde. Alter, das neue MK. Das neue MK. Alter, der Pitbull-Modus. Verliebt. Der wurde umbearbeitet. Alter, nice. Ich raste halt aus. Der Battle-Modus wurde umbearbeitet und ich raste da so aus. Man wusste es zu dem Zeitpunkt gar nicht. 2,5 Stunden. What the fuck, wie gut. Werbenfreundlichkeit, hallo? Ich glaube, das wird schwierig, Bruder. What the fuck, das Menü. Das sieht so nice aus. Diese Voice-Cracks. Alter, ich hatte so Bock auf die Switch, Mann. Holy shit, Mann. Ich habe gemerkt, dass ich... Alter. Bei allem maximal gehypt war und alles richtig nice gefunden hab. Warum finde ich das gerade so witzig da? Gibt keinen Grund. GG. Genau. Das ist alles so ein Comedy-Gold, Digga. Ich könnte eigentlich alles... Nice, das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht mit dem Überleiten. Ich könnte eigentlich alles, alle meine Reaktionen, könnte ich... Der Babo. Was ist der Babo? Der Babo. Warum war ich früher so? Wohin machst du das? Wo musst du das hin tun? Ich war so verwirrt. Man wusste ja noch nicht, dass man wirklich diesen Amiibo auf den Joy-Con... Screenshots, das ist krass. Ja. Wow. Für Leute, die Wii U gewohnt waren, ist es krass. Sharing the Joy. Alles klar. Handgelenkschlaufe. Alter, seht ihr, wie gut das sitzt? Ach, Alter, diese Teile, ne? Oh, die sind so... Die können einfach alles ficken. Mann. Sorry, Leute, für die Ausdrucksweise. Nee, das habe ich nicht gebracht. Props an euch raus, ihr habt einen guten Job geleistet. Also, was ich hier sehe, ist einfach... Mit Joy-Con Rift. Sonst irgendwelchen Problemen. Hab einen guten Job geleistet. Zeig mir die Spiele. Ja, es tut weh. Halt durch, alter Mann. Ja, es tut weh, halt durch, alter Mann. Junge. Als wenn das jetzt... Wird das jetzt Smash sein?
Sieht irgendwie so aus, sein. Als wenn es gleich Smash sein wird. Ich weiß selber nicht, was das war. Ich glaub, ist es nicht immer noch One to Switch? Genau. Oh, was? Es war ARMS. Leute, kennt ihr noch ARMS? Gut ausgewichen. Thumbs up pose. Thumbs up. Ihr könnt diesem Video auch gerne mal einen Thumbs up geben. Ja, Leute. Kippen Thumbs up, nicht Thumbs up. Oh. Splatoon! Splatoon! Ich als Splatoon-Fanboy, Leute. Ich hab Splatoon 1 geliebt. Und jetzt muss Splatoon 2 zu sehen. Wahrscheinlich! Neue Maps. Alles neu. Ja, ach, alles Alter, neu. Alter, fresh. Alter, zwei Waffen! Man kann einfach mal so wie ein Ninja. Ja, damals Splatoon 1 gab's keine zwei Waffen. Und die Ninja-Rolle gab's natürlich auch nicht. Und viele andere Sachen natürlich auch nicht, ne? Die anderen. Alter, die neue Grafik. New Dog City. Leute. Alter, wie fresh. Was liegt da rum? Das sind Menschen. Damals wusste gar keiner, dass es Mario Odyssey ist. Ach, Mario! Hä? Zum ersten Mal haben die das da präsentiert. Das muss man sich mal geben, Alter. Alles auf einmal, glaube ich, kam damals, ne? Das neue 3D-Mario? Boah, ich hoffe, das ist genauso krass, wenn wir bei der Switch 2 machen. Das ist aber nicht ernst gemeint, dass er dann in der Stadt, wo auch Leute sind, rumläuft. Oh mein Gott, Reggie, Leute. Der Ehrenbruder. Reggie feels a me. Ich glaube, hier sind wir schon soweit. Hier haben Miyamoto im Hintergrund mit Zelda. One thing we have not to say. Zelda! Zelda! Ich glaube. Jetzt kommt der Trailer. Kannte ich den schon? Nice. Gab's den schon? Guck mal, wie ich drauf reagiere. Aber ich glaube, da gab es schon einen Trailer davor. Alter, Zelda ist grandios. Ich glaube, sonst wäre ich. Ist wirklich nice gemacht. Ausgetickt hier gerade. Dieser Trailer war damals so krass, ne? Und wenn ich mir das jetzt nochmal ansehe. Was für Erinnerungen das immer weg, was für Gefühle das immer weg. Breath of the Wild hat einfach hat Leben verändert. Diese Zeit. Boah, Gänsehaut. Legend of Zelda Breath of the Wild. Nice. Einfach nur nice. Ist das jetzt der Zelda? Ich dachte, du würdest krasser drauf reagieren. Was passiert und das war's. Ich muss jetzt weg. Zur Schule und so. Und ja. Bye. Leute, das war's von der Reaction auf die Reaction auch jetzt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Haut mal eure Meinung in die Kommentare raus. Würde mich sehr, sehr interessieren. Lasst auch einen Daumen nach oben da. Teilt das Video, vergesst das nicht. Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, falls ihr das noch nicht getan habt. Es hat mir richtig Spaß gemacht, in die Vergangenheit wieder mal zu schauen. Und mal schauen, wie die Switch 2 wird. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Danke an die Member. Und klick auf dieses Baba-Video hier. Du wirst es nicht bereuen.